Was geht? Wir sind gerade in der Unterkunft angekommen. Wir sind gerade in Amsterdam oder jetzt gerade bei Amsterdam. Wir haben ein Airbnb ausgewählt, was ein bisschen außerhalb ist. An diesem Wochenende, wir haben heute Donnerstag, sind wir beim Lowlands Throwdown Classic Event. Waren gerade eben auch schon beim Briefing vor Ort. Ich bin ja da mit einem Team und werde da antreten. Und was wir jetzt noch machen werden, wir müssen noch was essen vorbereiten. Mit Gerge, Jenny und Romina. Wir waren schon einkaufen und werden auch jetzt gleich kochen. Leider sind Alina und Leon nicht dabei, weil das Ganze an dem Wochenende zu stressig für den Kleinen wäre und dann hätte auch Alina keinen Spaß daran. Und haben wir uns entschieden, schweren Herzens, dass ich das Wochenende jetzt hier allein bin und 4 Tage von den beiden getrennt bin. Wird schwer, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Morgen müssen wir schon, also am Freitag, müssen wir schon um 10.30 Uhr das erste Event machen. Das erste Event sind 50 synchronisierte Chest-Over-Pull-Ups. Das müssen aber nur 2 Athleten quasi immer machen. Danach gehen wir zu 4 Mann an den Worm und werden dort 40 Worm-Squats machen. Und danach beenden wir das Workout mit 3x10 Meter, muss jeder Athlet immer abwechseln. Im Handstand-Walk am Broken laufen, also immer die 10 Meter. Ja, ich denke, wir lassen jetzt hier den Abend noch ausklingen, essen was Schönes und gehen dann relativ zeitig starten. Ich nehme euch auf jeden Fall mit das ganze Wochenende, mal mehr, mal weniger Gerede, aber versuche auch wie im letzten Vlog beim High Rocks das Ganze relativ gut einzufangen. Wir haben jetzt Freitag, erster Event-Tag. Die drei schmeißen mich jetzt gleich an der Location raus. Dann werde ich die Kamera auch an die übergeben. Ich gehe dann schon mal mit dem Team in die Warm-Up-Area. Und weil wir so ein bisschen, sind nicht knapp, aber wir müssen halt dann uns direkt aufwärmen. Und um 10.30 Uhr ist das erste Event. Wir haben jetzt 9 Uhr. Also, ich glaube, ihr seht gleich ein bisschen was vom Event. Es wird wehtun. They got problems on problems on problems on problems on problems on problems that solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a who line for nothing. I see that we different, you riding, I dub them. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust it. I talk to a shorty, she bagging the bugging. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the ride. I can't be mixy when iffy the vibe. And 40 on 50. Erste Event ist rum. Wir sind jetzt was essen, direkt außerhalb vom Event. Die hatten das erste Event mit dem 5. getauscht, das heißt, wir haben direkt mit einem krassen Sprint begonnen. 60 Kalorien Eco-Bike, 30 Sandbag to Shoulder und 60 Kalorien Eco-Bike erneut. Wäre eigentlich ein geiles Finale-Event gewesen, aber naja, was würdest du machen? Ne, ich glaube, jetzt kommt das nächste Event, das sind 3-4 Stunden und das ist dann das erste Event, meine ich. Also ist alles sehr verwirrend, aber kriegen wir schon hin. Ich glaube, wir sind Zweiter in unserem Heat geworden und 3. overall in dem Event, was vollkommen fein ist. Da sind ein paar Ochsen rumgelaufen. Aber wir sind auch in unserem Heat als Letzte, oder Gerge? Von dem Bike runter? Ja, jetzt von bei den ersten 15 Sandbag to Shoulder. Genau, wir sind glaube ich die Letzten zu den ersten 15 Sandbag to Shoulder und haben dann eigentlich das ganze Feld nochmal aufgeholt. Da hat Milena ordentlich einen rausgehauen bei den Sandbags und ich musste folgen. Aber war ein schönes Event, gutes Finish. Und hoffen wir, dass das nächste Event ein bisschen länger dauert. Obwohl das Timecap ist auch relativ niedrig angesetzt. Aber wird schon.
So, zwei Events sind um. Das erste lief ja super. Das zweite lief nicht so toll. Es sind viele kleine Fehler passiert. Der größte Fehler lag aber, glaube ich, eher daran, dass ich aus Versehen den Worm zu weit hinten gegriffen habe, da wo quasi kein Sandbag drin ist. Und dadurch habe ich halt den Worm gar nicht erst hochbekommen. Das hat uns ja bestimmt so 5, 6, 7, 8 Wiederholungen gekostet und auch ein bisschen Mühe. Wir waren als erster von den Chestobar runter und einen großen Satz gemacht. Die Mädels haben da ganz kurz 5 Sekunden ein bisschen gehadert, haben dann aber auch 20 Wiederholungen am Broken gemacht. Jonas und ich dann 30 Wiederholungen am Broken. Waren auch die ersten vom Rack runter. Wie gesagt, der Sandpack war da ein bisschen... sind dann zu den Handstand Walks. Die liefen sehr gut. Also, kann ja von dem Finden nur von mir reden. Und vor allem Alina hat das mega gemacht. Sie hatte so ein bisschen Angst vor den Handstand Walks, weil da einiges in der Vergangenheit quasi passiert ist. Das könnt ihr auch gerne bei ihr auf dem Instagram-Profil quasi euch anschauen. Von daher war sie mega happy, dass sie da die 10 Meter immer am Broken gehen konnte. Haben dann da 2 No-Raps bekommen. War ein bisschen unglücklich. Die erste war eventuell bei Jonas eine No-Rap. Die zweite... ja, war, glaube ich, keine No-Rap. Hätte uns aber auch die zweite, hätte sie gegeben, der Judge. Hätte uns nur einen Platz gegeben. Wäre trotzdem alles nicht so gut dann gewesen, overall. Aber die Punkte liegen nah beieinander. Wir sind jetzt, erste war 3. Platz, zweite war jetzt 11. leider nur. Also sind wir overall gerade 7. Aber die Punkte liegen wirklich eng beieinander. Viel schlimmer ist, ich war richtig, richtig dumm. Und zwar... ich rumpel hier auch gerade so ein bisschen durch die Gegend und weiß nicht, ob das alles so morgen klappt. Ich habe mir nach dem zweiten Handstand Walk, also den zweiten 10 Metern, bin ich zurückgelaufen und bin irgendwie gestolpert. Habe mir selber mit der rechten Zehenspitze in die linke Wade reingetreten. Aber so krass, dass ich direkt nur noch rumpeln konnte und auch jetzt alles verkrampft ist. Ich hoffe, es ist nur ein Hämatom und dadurch alles verkrampft. Hoffe, dass ich auch morgen alles machen kann. Eventuell nur Gymnastics und ein paar Snatches. Also morgen werden trotzdem richtig gute Events für uns. Ja, muss man halt sehen. Ich hoffe, es klappt alles. Und aber gerade ist es brutal. Ich habe auch so ein Voodoo-Band gerade drum. Und laufe hier so ein bisschen durch die Gegend. Ja, also wir sind jetzt wieder angekommen an unserer Hütte und werden jetzt kochen, essen. Ich werde mir ein bisschen Tigerbalsam drauf machen, noch ein bisschen versuchen zu dehnen, ein bisschen Ibuprofen, ne? Ein Ei, das kennen die meisten gar nicht. Und ja, dann wird irgendwann geschlafen und morgen mal schauen, wie es weitergeht. Ich will auch mein Team da nicht irgendwie fallen lassen. Also ich prügel mich da irgendwie durch. Gerge, was gibt's heute? Was ist das? Kartoffeln mit Gemüse, Falafel, rote Beete und das war's. Dankeschön. Gerne. Morgen. Tag 2. Wir haben Samstag, also eigentlich Tag 3, weil der erste Tag ja Registrierung war. Der Wade geht es nicht wirklich viel besser. Sobald ich auf die Zehenspitzen gehe, kommen da Krämpfe und Stiche. Aber müssen wir uns durchbeißen. Ne? Ich denke mal, beim nach dem Warmmachen wird es auch okay sein. Ich muss eh heute mehr Gymnastics machen als Squat Snatches und Power Cleans. Da sollte Jonas dann ordentlich einen raushauen. Und das zweite Event heute ist, glaube ich, Shirk und Kettlebell Snatches aus dem Hang. Also da brauche ich, glaube ich, meine Wade auch nicht ganz so sehr. Also hoffen wir mal das Beste. Es wird auf jeden Fall besser, aber der Bluterguss ist schon ordentlich dick in der Wade. Ja, wer Fußball gespielt hat, der kennt das vielleicht am Oberschenkel. Das Ganze in der Wade ist noch ein bisschen beschissener. Naja, machen wir das Beste draus. So, nachdem das Mittagessen vorbereitet wurde, hat Gerge auch noch Frühstück angerichtet. Frühstück. Was gibt's? Porridge mit Granola, Obst und
Zimt. Und du hast mir einen Apfel drauf getan. Und einen Apfel. Du musst den essen, weil Apple a day, ne? Keeps the Wadenkrämpfe away. Ja, hoffentlich. So, Tag 2 ist um. Die Events haben wir hinter uns. Die Events waren auch gut für meine Wade, außer jetzt die Snatches und Clean and Jerks, aber das ging dann auch erstaunlich gut. Morgen wird es halt nur ein bisschen problematischer. Wir sind jetzt gerade in Amsterdam, werden jetzt auch hier was essen gehen, treffen uns da mit allen und werden den Abend so ein bisschen ausklingen lassen und dann bereit für morgen sein. Ich habe jetzt auch schon vor Ort mit den Headjudges gesprochen, dass ich bei den Burpee Box Jump Overs nur mit einem Bein abspringen, das ist auch okay für die. Double Unders wird halt ein Riesenproblem. Aber das sehen wir morgen. Ne? Also ich gucke, dass ich das machen kann, was geht und mein Bestes gebe. Willst du? Ich finde das eigentlich ganz witzig, dass du das selber machst. Ne? Mhm. Willst du nicht? Du machst doch langsam. Na, ich mach's doch langsam. Wenn ich es mache, mache ich es langsam. Ne, du machst schnell, oder? Ja, aber weiß ich noch nicht. Tag 3, wir haben Sonntag. Ich umpel noch immer so ein bisschen durch die Gegend. Wir machen uns jetzt auf den Weg zur Halle und dann werden wir noch 2 Events haben. Die anderen sind schon weiter vorne. Die Events heute sind. Sorry, wenn ich ein bisschen komisch rede, ich habe noch einen Hustenbonbon im Mund. Events sind so ein Relay, das heißt jeder muss, und das hintereinander, 20 Burpee Over Rower, 300 Meter rudern. Ich werde da als Letzter machen, werde gleich vorher in der Halle nochmal ordentlich zugetaped, damit die Wade auch hält. Nur das letzte Workout wird kritisch mit den 75 Double Unders. Ja.
So, wir haben gerade Murph aus dem Auto geholt. Der Arme. Weil der, Arme, der chillt. Auf dem Event wäre er der Arme. Ja. Hier draußen und im Auto ist alles okay. Gergel hatte wieder ein bisschen vorgekocht, nachdem Romina es aufgegeben hatte. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Muss mal schauen, wie viel ich jetzt davon esse. Wir haben in 2,5 Stunden das nächste Event, was jetzt gar nicht so eine kurze Zeit ist, aber nachher verdaut man das nicht. Das heißt, ich werde etwas davon essen und sobald ich merke, dass ich keinen Hunger mehr habe, auch aufhören. Auch wenn Gergo sagt, es ist sehr lecker. Ja, letztes Event kommt gleich. Die Wade hat im letzten Event wirklich gut gehalten. Ich hatte eigentlich gesagt, dass ich nur mit einem Bein lande. Bin dann trotzdem mit beiden Füßen gelandet. Und die haben es auch ordentlich festgetaped. Ich zeige das mal eben. Also die haben quasi die Wade schön nach oben gedrückt, dass sie quasi immer angespannt ist. Und dadurch hat es ganz gut gehalten bei dem Burpee Overrower. Muss man jetzt schauen, ob es auch für die Double Unders reicht, die für die 75 Stück. Was sonst kein Problem ist, aber ja, mit so einer Wadenverletzung halt etwas schwieriger. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Event. Jetzt zeig mal dein wahres Ich. Was denn? Sag doch mal, erzähl doch mal hier. Lass dir mal dem Publikum mitteilen, hier, du bist in so ein echter Kerl. Wie geht's dir? Ja, nicht so gut. Es tut schon weh. Was tut weh? Die Wade. Hat irgendein Workout nicht geklappt? Ich schon. Welches? Nicht so, wie ich wollte. Snatch-Ding. Meinst du, wäre irgendein anderer Ausgang gewesen, wenn du nicht gejammert hättest? Klar, hätte dann immer 5 Touch-and-Go mit 85 Kilo Snatches gemacht. Wenn du nicht gejammert hättest, meinst du? Ich jammer doch gar nicht. Ach so. Ich würde doch niemals jammern. Außer, dass ich Freitag nicht laufen konnte. Das ist doch nicht jammern. Ne? Und was passiert gleich? Gleich mache ich 75 Double Unders Unbroken mit der Wade. Aha. Vielleicht. Vielleicht. Wollen wir mal sehen. Willst du noch draufschlagen? Ja. Wir haben Montag. Wir sind gestern nach dem letzten Event schon relativ zügig nach Hause gefahren, haben noch von den Semifinals die Individual Events zu Ende geschaut und haben es dann gepackt. Hab dann aber auch nichts mehr aufgenommen. Hatte einiges zu tun mit meiner Wade. Die hat aber gehalten zum Glück. Da wurde mir ordentlich was zugetaped. Sieht man auch, glaube ich, auf den Videos. Alles in allem war es ein sehr spaßiges Wochenende, ein sehr schönes Wochenende. Sehr, sehr viele Leute wieder getroffen vom Lowlands Throwdown. Wenn man halt seit 2013 immer da war, dann ist es so eine Competition wie Heimkommen. Hatte mega Support von Gergel, Jenny, Romina und Sina. Mit dem Team hat auch alles super geklappt. Natürlich, wenn man nicht zusammen trainiert, dann sind da so ein paar Kleinigkeiten, die auf der Strecke bleiben, ne? Wenn man zusammen trainiert, dann kennt man sich dann in Workouts dann doch was besser, aber nichtsdestotrotz hat sonst alles gut geklappt und hat auch ordentlich Spaß gemacht, konnten auch zwischendurch zeigen, was wir können. Gut, es war auch nicht alles toll, das lag aber nicht an unserem Team, sondern an dem Event.
das Semifinal und das Classic Event auf ein Wochenende zu legen, ist, glaube ich, nicht die beste Entscheidung. Wenn man sich schon bevor das klar war für das Classic Event angemeldet und qualifiziert hat, dann im Nachhinein zu sagen, ja, hey, Überraschung, wir legen beides zusammen, ist ja voll cool. Finde ich halt nicht so cool. Du brauchst halt mehr Leute, mehr Judges, ein größeres Event, also einen größeren Flur, wo du alles aufbauen kannst. Und da hat es halt so ein bisschen dann dran gehapert, finde ich. Ein bisschen an der Qualität der Judges, ne, weil die Besten halt, denke ich mal, bei den Semifinals waren. Ja, und dann halt so die Nebenstage zu sein, ist manchmal auch nicht so geil. Nicht, dass ich möchte, dass auf uns geschaut wird, sondern wenn du halt bei so einem Event bist und es waren auch keine schlechten Athleten da, dann willst du halt auch so, ne, das Ganze auch so fühlen. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Ja, nichtsdestotrotz hat alles super Spaß gemacht. Sind leider nur auf dem 8. Platz gelandet. Ich denke auch unter unseren Erwartungen, aber das ist auch nichts Schlechtes zu sagen. Das ist einfach so. Damit endet auch der Vlog. Ich denke, der war ein bisschen länger. Ne? Muss mal schauen, wenn ich ihn jetzt schneide, wie lange er wird. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne den Kanal. Die Unterstützung kann ich immer gebrauchen. Lasst ein Like da. Und schreibt mir in die Kommentare, wie euch der etwas längere Vlog gefallen hat. Haut rein!